Herzlich willkommen auf der Schanzenmap. Bei mir ist Christopher. Vielleicht kennt ihr ihn auch als Mr. Waffe. Hallo Christopher. Hallo. Und wir sind hier auf der Schanzenmap. Und die hat mir mal ein Zuschauer empfohlen. Ich habe aber leider nicht mehr den Dialog gefunden. Ich weiß nicht, wer es war. Wenn er das sieht, kann er ja sich in den Kommentaren melden. Und die wollen wir uns heute mal anschauen. Und wir haben extra mal die Zeit vorlaufen lassen, damit es anfängt zu schneien. So, den haben wir jetzt extra gekauft, ne? Jo. Und was wir noch gekauft haben, waren, glaube ich, drei Schneemobile. Schneemobile. Und das war's, glaube ich, was wir zusätzlich gekauft haben. Momentan ja. Und im Spiel selbst ist schon ein Pistenbully und noch den hier. Den Lizard hier. So, ich habe drei gekauft, weil wir eigentlich noch einen Mitspieler haben sollten. Aber bei dem ging der Feueralarm los. So. Dann würde ich aber sagen, holen wir uns erstmal die zwei Snowmobile und schauen uns mal das Dorf an. Wo sind die denn? Ich spring mal. Ah, hier steht's. Der Händler hat sich ja nicht großartig geändert, außer dass zwei Kutschen jetzt drin stehen. So, was haben wir denn hier? Ich habe mal die Map wie immer nicht angeschaut. Monster Truck. Oh, Billard. Oh, interessante Bierwerbung. Genau, ja. Schade, man kann bestimmt nicht spielen hier. Geht nicht. Nein. Also sieht eher aus wie so eine Motorradwerkstatt als eine Traktorwerkstatt, aber was soll's. Bauern trinken Eigentlich. auch gern. So, dann lass uns noch mal kurz zu unserem Werkshof oder wie das auch heißt fahren. Jo. Ups, sorry. War meine Schuld. Aha. Aha. Fängt schon wieder gut an. Nee, da ist jetzt ein Lackschaden dran. Ich hol mal neuen. Die emidasche Verkettung. Ja. So, kennst du den Weg? Ich finde den Weg nicht mehr. Wo waren wir denn? Naja, ich würde mal sagen, hier Aha. nicht gegenfahren. Na, die Engine ist ja auch, ne? Ah, hier. Ja, das mache ich auch immer. Wenn ich nicht fahren kann, gebe ich der Engine die Schuld. Ja. Wo ist denn hier der Eingang? Links noch mal die Ecke und dann Ah, hier. genau. Weil, was ich schon gesehen habe, das finde ich cool, ist hier die Anzeige. Da kann man auf dem Betriebshof schon sehen, welche Pisten präpariert sind oder nicht. Manchmal habe ich hier so einen komischen Hell-Dunkel-Wechsel. Ich weiß nicht, ob du den auch hast. Muss ja jetzt nicht unbedingt was mit der Map zu tun haben. Nicht, dass ich wüsste. Das liegt vielleicht, wenn ich das Licht anhabe und gegen eine Mauer das Licht, dann schattiert es sich ja ein bisschen und dann sieht es vielleicht so komisch aus. So, Licht und gegen die Mauer. Das hört sich nach Engine-Problem an. So, welches ist meiner? Der hier? Jo. Oh, nicht mehr mal. Okay, dann schauen wir uns noch im Dorf um. Jo. Du hast ja schon gespickt und hast gesagt, die Ja, Brücke so ist. Wie drei bitte? Minuten vielleicht, ja, 3 Minuten sind wir drüber gefahren. Ja, die Brücke ist schon offen auf der Map. Genau. So, ansonsten sieht es noch überall gleich aus. Ja. Aber da drüben gibt es eine Tankstelle. Genau. Und eine Feuerwehr haben wir auch noch. Und eine Burg. Sofern sie denn schon immer gab. Und was? Eine Burg, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie schon immer gab, Die aber. gab es schon immer. Okay. Das war eigentlich schon immer befahrbar. Trotzdem haben sie die Brücken gesperrt. Ich weiß nicht warum.
Vielleicht damit die Motte noch ein bisschen zum Austoben haben. So, wie sind denn Benzinpreise? €1,25. Oh Gott, das war vielleicht vor 10 Jahren mal so, ne? Ah, Schweiz ist billiger. Ja, schon wieder in der Schweiz. Ja, das sind doch Franken. Natürlich. Das heißt, die haben, glaube ich. Ach, wieso? Ah, tanken brauche ich nicht. Die haben ja keinen Euro, das sieht schon mal wieder anders aus. So, was haben wir noch? Das sieht alles noch wie immer aus. Ah, hier, Feuerwehr. Ne? Passt er ja zu unserem Mitspieler? Ja, der im Einsatz ist. Genau. Also bei mir geht der Door-Trigger nicht, ich komme nicht rein. So, bei mir geht's. Vielleicht war das auch der Fehler, dass du aufgemacht hast und ich habe gleichzeitig gedrückt und dann habe ich sie wieder zugemacht. Nee, ich kriege auch gar nicht diese Anzeige. Normalerweise steht doch X Ja. drauf. Oh, genauso hat sich das bei ihm angehört. Ja, vielleicht hat er uns auch einfach verarscht. Weil ich mir vorstellen kann. Dass er Panik von der Aufnahme bekommen hat und dann ein Feueralarm vor. Na, wir werden sehen. So, ich fahre mal schon eine Runde weiter. Ich kenne die schon. Okay. Aber du Das kannst ist ruhig gut. noch drin rumlaufen. Ich Nein. umfahre sie einmal. Gut. Aha. Na, hoppla. So, aber da hinten ist, glaube ich, nur noch eine Burg. Ja. Oder das ist neu. Hoppala. Ja, Bushaltestellen, glaube ich. Ja, sieht so aus. Oh Gott, in Österreich oder in der Schweiz mit dem Bus auf die Berge hoch. Da Ja, okay, das ist ganz gut, ne? fahren die über diese Serpentinen und dann hängt der halbe Bus schon über dem Abgrund. Das ist schlimm. So, dann hier geht's rum. Ja. Bist noch bei mir oder? Natürlich. Nicht, dass du dich ja erst. Oh, jetzt weiß ich, warum die Schanzenmap heißt. Ja, hier sind Chancen. Oder, ah, du hast dasselbe Idee. Ah, verdammt. Ah, doch, geht. Doch, doch, geht. Na. Das ist so. Wie Tetris, nur bunt. Teilweise. So. So funktioniert es. Das ist jetzt kein unnötiger Blödsinn, das ist jetzt wissenschaftliche Experimenten. Natürlich. So. Ich habe meinen Namen ja auch von einem Skispringer geerbt. Aha. Hat Was heißt dann. geerbt? Kommen wir irgendwie auf den Schanzentisch von oben? Ja, waren deine Eltern irgendwie, wow. Skispringer-Fans? Nee, das kam spontan. Also ich will da, ich weiß nicht, wie inwiefern ich da jetzt was erzählen kann, darf. So da schutzrechtlich, ne? Also so, meine Eltern kennen halt einen Moderator, der beim ZDF schafft, und zu meinem Geburtsjahr kam wohl gerade die Olympiade. Okay. Und da haben sie wohl Skispringen geschaut und da war wohl dieser Christoph Duffinger oder wie er heißt. Damals wohl ein sehr guter Skispringer und da kamen sie irgendwie auf meinen Namen drauf. Ja. Und du musst Jo. jetzt mitleben. Genau. Aber es ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Unfall. Ach, mach später mal. Ja, bei mir ist irgendein Prinz, der sich verlobt hat.
Ja. Klingt vielleicht orientalisch oder indisch. Nee, es gibt nordische Provinz. Oder. Oh ja, oder so, aber naja. Norwegen, Dänemark, was haben wir denn noch? Wo ist denn da der Schanzenbeginn? Großbritannien, ich glaube, wir stehen gerade. Jetzt sieht eher aus wie so ein Hubschrauberlandeplatz. Ich glaube, der ist mir hier drüben. Ja, guck mal, wenn wir mal hier der Schanze folgen würden, dann müssten wir eigentlich hier irgendwo rauskommen. Tatsächlich. Ne? Drängler. Man muss zeigen, wer der Boss ist. Ich Quatsch. Warte mal, Wirst hier müsst ihr jetzt runtergehen. schon sehen, wenn ich dich aus dem Server kick, wer der Boss ist. Natürlich. Oh. Ah, komm rüber. Guck mal, hier müsste der Anfang sein, oder? Ja, ich sehe Ah, hier. hier. Ah. Haha. Ja, das sieht man, wer der Boss ist. Ja, wer hat's gefunden? Die Schweizer. Natürlich. Sei kein Hasenfuß. Ich habe mich unten festgefahren. Wir haben noch Glaube zwei. ich. Naja, aber bis ich mit dem anderen. Nee, doch, klappt, warte. Lass gemeinsam runter erfahren, warte. Wer kommt denn auf eine Idee, so ein Ding zu bauen? Tja. Keine Ahnung. Ich würde sagen, fährst gerade mal los, hä? Bist du da? Hinter mir? Natürlich. Hinter dir. Das war nicht so geplant. Scheiße. Autsch. Oh, Scheiße. Oh, verdammt. Ah, bei mir klappt's. Ah, nicht. Ah, doch, guck. Mein Triumphalensprung musste. Festhalten für die Nachwelt. Ja, so sieht es nicht aus. Was kommt noch? Oh, 3 Meter. Aber wieso stellt denn der sich nicht selbst auf? Wie der Herr, so ist geschehen, ne? Kennst du den Spruch? Ja, aber ich wollte nichts dazu sagen. Komm, ich helfe dir mal. Ich bin im Dorf gelandet. Echt? Ja, kannst du sehen, ich fahr grad rum. Aha. Ah, bist du gesprungen? Dann springe ich auch mal. Wie meinst du, du springst? In den Tod. Nein, ah ja, wir haben da noch eins in der Garage. Ja, du kannst doch fahren von oben runter. Bin extra entlang Nee, ich gefahren. habe da auch so einen leichten Unfall gehabt. Okay. Ob das jetzt Ah, alles ich. war? Ich fahre einfach mal die Skipiste hoch. Kannst mir ja gleich folgen. Ja, lass mal dieses UFO suchen, auch wenn ihr das schon 5000 Mal gesucht habt, aber irgendwie ist es beständig mal immer wieder spannend. Ja, ist die Frage, ob es bei dieser Map gibt. Oh, schauen wir mal. Action pur. Wo bist du denn? Ich fahre gerade die Westseite von der Map hoch. Okay. Mal schauen, ob ich oben was entdecke. Wenn du eine kurze Sekunde wartest, dann hole ich vielleicht auf. Weil ich hab den alten oder das ältere Mobil. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig.
Nee, du hast deine Chance gehabt. Oh, verdammt. Ich bin gerade tonlos. Warte mal. Tonlos? Ah, jetzt habe ich wieder Ton. Das ist das Dumme an meiner Tastatur, wenn ich einen bestimmten Tastenkombi drücke oder mit meinem Finger, der bei dieser Raumtemperatur von 20 Grad auch leicht warm ist, auf den Sensor komme, dann habe ich mal leicht keinen Ton mehr. Deine Finger auf der Tastatur warm wird, dann hast du keinen Ton mehr. Nein, falsch verstanden. Wenn ich mit meinem Finger, der natürlich warm ist, aufgrund der Körperwärme und der Raumtemperatur, auf meinen Sensor von der Tastatur komme, wo durch diesen Sensor die Lautstärke geregelt werden kann, dann habe ich manchmal keinen Ton mehr. Das ist dann ein bisschen doof, wenn der dann wieder angehen soll. Ist das ein berührungsempfindlicher Sensor oder? Ja, das ist einfach wie so ein Touchpad halt auf der Tastatur. Ah, okay. Ja, nur ein bisschen billig gemacht. Ich glaube, ich ein bisschen. Wo rennst du denn jetzt hin? Ich hab mal geschaut, ob da ein UFO ist. Oh, voilà. Mein Plan ging nicht auf. Oh, was gibt's da nicht? Ey, das ist ein Leuchtturm. Ach, sehr gut. Tatsächlich, ja. Das ist ja cool. Gefällt mir. Naja. Aber ich glaube, der Rest ist normal. Das könnte sogar sein, ja. Ja, sieht so aus. Kommt man da hoch? So, oh, schöne Aussicht. So wie deine Maus sich anhört, bist du am Kommen. Ja, weil die, wie gesagt, ich habe die Empfindlichkeit hochgeschraubt, aber irgendwie dreht das sich so langsam, dass ich mit, wenn ich meine Maus nach rechts bewege, bei einer Viertelumdrehung die Maus schon auf der rechten Seite, also am östlichsten Rand des Numpads ist, und dann ist das ein bisschen doof, die Maus dann wieder rüber zu schieben, weil dann dreht er sich wieder um. Und das ist dann nicht besonders effektiv. Deswegen hocke ich hier, als hätte ich so ein Bügeleisen in der Hand und tue alles meine Maus über das Mauspad bewegen, dass ich mich drehen kann. Okay, was ich aber sehen kann, sieht alles normal aus. Ja, sieht irgendwie schon cool aus. Bis auf den Leuchtturm. Ah, runterspringen. Ja, gibt ja keinen Fallschaden. Genau. Hoppla. Das Gebäude kommt mir nicht so bekannt vor. Graue. Ja. Ja, ich glaube, das ist Das ist neu. Wir haben wieder irgend so Betriebshof oder so. das sieht fast genau aus, ja. So, Sonne. Guck mal, da kann man sogar reinfahren, ja. Hast recht, hier steht sogar ein Hubschrauber. Ein Hubschrauber? Ja, Helikopter. Ich Oh. glaube, den kannst du sogar fliegen Ja, hier. es sind Teleporter. Ah, nee, Ah. du bist dann unten. Genau, ja. Der Talstation. Sagst du gerade, ich komme wieder hoch. Ich war ja auch unten. Also, Auch ja, cool. aber die. Ah, das Tor kann man auch aufmachen, das Holztor. Ah, das sieht cool aus, ja. Eine gute Idee gewesen, muss man echt schon sagen. Welches Holztor? Ah ja, war da so ein Holztor. Bist du unten oder oben? Ich bin oben. Dich nicht.
Warte, ich komm, bleib gerade unten, ich komme wieder nach unten. Ne, ich bin da oben. Was? Wo? Ich bin immer noch bei dem. Nee, du bist am anderen oben. Ja, ich Guck mal sehe auf die es Map, gerade. wo du bist. Warte, ich versuche mal zu dir zu kommen. Ich bin ja schon wieder. Ah ja, jetzt bist du bei mir. Ah, du hast hier das Holztor aufgemacht. Genau. Warum gehen bei dir die Tore und bei mir nicht? Mit X. Ne, mit 0 auf dem Numpad musst du machen. Aber ich kriege auch nichts angezeigt. Also, wenn ich hier im Tor stehe, kriege ich es angezeigt. Jetzt hast du Ah. es aber irgendwie auf, zugemacht. Kann das sein? Ne, auf. Es geht noch mehr auf. Ah, ne, die eine Seite geht zu und die andere. Hä? Ja, dann hast du eine Hälfte zugemacht. Warte mal. Genau, jetzt geht auch die Hälfte zu. Okay, dann fahren wir mal weiter. Aber es scheint doch nicht die Sonne, es schneit doch. Echt wo? Ja, Bergstation meldet Sonne. Und ich schaue Aber raus und da ist. Die verarschen die Touristen. schneit's bei dir? Bei mir schneit's nämlich nicht. Ach, bei dir schneit's nicht. Nein. Ach so. Ah. Na gut. Krass. Guck mal, da oben ist auch so ein blaues Gebäude, das kennt ihr auch nicht. Ich glaube, das ist aber die Bergstation. Das könnte sein, ja. Ja, es sieht noch recht normal aus, so wie ich es in Erinnerung Echt habe. komisch, weil bei mir schneit es nicht und bei mir sagt er aus, es ist noch Sonne. Also bei mir schneit es schon den ganzen Tag. Okay. Das ist aber komisch. Ja. Aber Naja. das hat man öfters beim Multiplayer, dass manche Sachen nicht erscheinen. Zum Das Beispiel stimmt. die Schneebälle siehst du ja auch nicht. Ne? Bleib mal kurz stehen, wenn ob du mich überhaupt bei dir vorbeifahren siehst. Also Ja. gut, ja, dann funktioniert das wenigstens. Aber bei mir liegt hier auf der Piste gar kein Schnee. Wie gar kein Schnee. Bei mir liegt auf jeder Piste jetzt im Moment kein Schnee. Wie äußert sich das? Ja, das wüsste ich auch gern. Also Pisten haben doch entweder Schnee oder sind geplättet, gefräst. Genau, ja. Naja, macht ja nichts. Guck mal, da hinten ist auch noch ein Betriebshof. Und hier sind auch noch Schanzen. Ah, das ist der Funpark. Genau. Aber was Snowboard? Ja, ist auch wieder eine Garage. Es kann ja viele Gründe haben. Vielleicht liegt es auch ein bisschen am Internet oder so. Du meinst, dass der Schnee nicht durch die Leitung kommt? Natürlich. Ja, Das wäre keine eine Ahnung. Begründung. Ich habe aber auch jetzt ehrlich gesagt genug Schnee gehabt für dieses Jahr. Mein Virenscanner blockiert den Schnee. Oh, ich hänge hier auf der Kante fest. Das ist natürlich sehr realistisch. Ich fahre mal weiter. Klappt das? Jetzt geht das. Nee, ich war hier in dem Tunnel, in diesem Eistunnel, nenne ich ihn jetzt mal, hängen geblieben mit meiner Kufe. Und kam dann irgendwie nicht mehr raus. Nimmst du eigentlich auch auf? Ich, nee. Ich hab dann also den. Alter, ich hab da nicht so den Reiz zu. Ah, dann war es dein Kollege, der auch aufnehmen wollte. Oder Das war der ja. Lars, genau. Der nimmt da auch auf. Sonst hätte ich Aber ich kurz. kann. Ja, was hättest du gesagt? Ja, dann kann ich es bei dir anschauen, aber.
Wo bist denn du gerade? Irgendwie bist du bei mir nicht mehr zu sehen. Ich bin einfach dem Bergrücken weitergefahren. Ah, okay. Ich sprich schon in Richtung Tal, ja. Ich bin auf... Gott, ich brauche eine Brille. Nein, ich würde sagen, wir Piste treffen uns 1. einfach. Okay, ich würde sagen, wir treffen uns einfach da, wo unser Betriebshof im Tal ist, wo wir auch gespawnt sind. Hier ist jetzt wieder ein bisschen Schnee drauf. Und die Pisten sind auch total im Arsch bei mir. Allesamt. Hier ist noch so eine Art Funpark. Okay. Sieht aber mehr so aus wie so ein Rollerskater-Dings. Ist kein Schnee drauf. Okay. Ja, also wir müssen jetzt ja bleiben, wollen wir jetzt noch ein bisschen weiterspielen oder willst du dann jetzt da hier? Ehrlich gesagt, schaue ich mir noch den Rest der Map an und dann würde ich schon gerne Schluss machen. Ja. Wenn du willst, können wir noch ein bisschen Ticket spielen, sofern du das hast. Nee. Hast du noch nicht geholt? A Ticket? Ticket habe ich ja schon mal, hast du glaube ich schon mal gedownloadet. Was für eine Art von Spiel ist das? Das ist Minecraft mit diesen ganzen Industrial Ach Mods oder so, ja. Computer-Dingern da. Ja. Freunde von mir haben da auch einen Server, deswegen ich denke mal, die mit 4 Slots halt nur, aber da können wir bestimmt drauf. Das sollte jetzt eigentlich kein Problem sein. Ah, guck mal, ich bin jetzt da, wo man im Standardspiel immer spawnt, hier am Anfang. Bei Piste 8 bin ich jetzt. Okay, bist aber schnell runtergekommen. Ja. Ah, da bist du ja tatsächlich schon. Ja, lange nicht mehr gesehen. Na komm, gib Gas, die paar Meter schaffst du noch. Nein. Siehst du nicht die Schneebälle, die ich gerade werfe? Nee, das siehst du beim Multiplayer leider nicht. Was eigentlich blödsinnig ist, ist so richtige Feature für Multiplayer, dass man eine Schneeballschlacht macht, aber man sieht's nicht. Naja. So, und ich würde dir ja auch nie Schneebälle ins Gesicht werfen. Mache ich aber gerade die ganze Zeit. So kopfgroße Dinge. So sehr realistisch, dass man innerhalb von, keine Ahnung, wie viele Sekunden so ein Oschi werfen kann und das dann auch auf die Entfernung. Aber naja, das Hauptaugenmerk liegt ja auch auf der Bewirtschaftung der Pisten und nicht auf der Schneeballschlacht. Aber dennoch hoffe ich, dass es da bald auch einen Nachfolger gibt mit einer gewissen und der entsprechend angepassten. Naja, die Grafik stimmt ja einigermaßen, aber mit einer gescheiten Engine, dass wenn, nicht wenn ich gegen einen Baum fahre, dass er ein Fahrzeug sich umschlingelt, wie keine Ahnung, so ein Pullover in der Baummaschine. Ja, aber der große Bruder, der Landwirtschaftssimulator 13, der hat's ja auch noch nicht. Ja. Ich krieg's nicht auf den Balkon rein. Na gut, vielleicht denken die Entwickler auch, okay, das, was wir hier gerade produzieren, langt. Die Leute kaufen es und die kaufen es gut. Ich meine, der ist jetzt schon wieder in der Top 10 der meistgekauften Spiele, glaube ich, also. Ja, es ist auch so, gewisse Sachen wollen sie auch nicht machen, um die FSK-Freigabe nicht zu gefährden. Meinst du? Ja, also du kannst keine Leute umfahren, wirst du auch nie können. Nee, das soll man ja auch nicht können, ne? Da muss man dann GTA spielen, ne? Wenn man auf sowas steht, also ich jetzt nicht unbedingt, aber wenn das Interesse dran besteht, Menschen zu überfahren, dann, jo. So, warum hing ich denn da wieder? So. Ah, hier ist Ah! Was haben wir denn hier? ich glaube, das ist so ziemlich immer dieselbe Halle, aber auf jeden Fall gut verteilt. Tja, ich meine, wenn man Ja. sowas kauft und baut, dann holt man sich immer die gleiche.
Also Eben. als Gemeinde. Genau. Aber das mit dem Helikopter finde ich gut, das habe ich so an sich auch noch nicht gesehen. Mein letztes Video war die Margareten-Map, Margarete irgendwas, Höhe-Map, ich weiß nicht. Und der hat auch so einen Betriebshof gehabt mit so, ich schätze mal, 8 Teleporter und dann hast du dich auch auf den Berg verteilt teleportieren können. Das mache ich letzter Zeit sehr häufig, dass ich auf Sachen draufspringe und darauf rumlaufe. Okay. Das macht so richtig Spaß auf diesem. Uff, jetzt bin ich runtergefallen. Und da hast du dich zu den verschiedenen Pisten und so weiter hoch teleportieren können, um Schneekanonen zu machen und so weiter. Ah, okay. Na, so gut. Eine gute Idee. Ja, aber ich werde jetzt langsam müde, komischerweise. Wovon? Ich bin zu früh aufgestanden für meine Verhältnisse. Natürlich. Ich war heute 8 Stunden arbeiten, was soll ich sagen? Ich war bei Bastian auf dem Hof und er hat mich da nur Mais drillen lassen. Ei, du Arme. Ja. Träumst jetzt bestimmt die ganze Nacht vom Mais. Ja, man hat ja auch keinen Mais gesehen. Das ist ja das Schlimme. Man fährt da übers Feld und irgend so eine Maschine stoppt so kleine Maiskörner drauf in den Ja. Boden. Ob sich Bauern eigentlich beleidigt fühlen durch solche Spiele? Ja, das ist ja der Witz. Also wenn ich sehe, dass ich würde sagen, 40 bis 50% meiner Zuschauer irgendwas mit Landwirtschaft zu tun haben, glaube ich eher nicht. Das stimmt, ja. Naja, gut, sind aber jetzt nur die Jute. Ich denke mal, die Altbauern, oder Ja. die Hauptberuflichen, die haben da die Nase voll, wenn sie fertig sind. Also Ich meine. Bastian ist zum Beispiel zwar kein Bauer, aber Lohn und arbeitet für ein Lohnunternehmen oder Ja. der ist 8 Stunden auf dem Feld und dann macht er weiter. Ah, ja, klar. Ne, wenn einem das interessiert und das dann auch Spaß macht und das halt wirklich so viel Spaß macht, dass man das auch in der Freizeit macht, dann ist das schon was Tolles. Was ich cool fand, da hat so eine Vereinigung, die Landwirtschaftssimulator gespielt haben, so also eine Dorfgruppe oder so, hat sich einen historischen Maishäcksler gekauft, den Ah, okay. aufgebaut und irgendeinen Bauern überredet, dass sie den Mais machen dürfen. Das war der Okay. umgekehrte Weg, habe ich mal irgendwo gelesen. Finde ich cool. Das stimmt, ja. So, ich will den Schneemann auf den Kopf springen. Was war das? Wie meinst du? Bei mir war es gerade blub blub. Der Markus ruft an. Ah. Okay, Tschüss. dann verabschieden wir uns mal hier und dann können wir mit ihm reden. Genau, bis gleich. Okay, ciao.